Hallo Leute, das letzte Video haben wir damit beendet, dass wir Selma hier ausgenockt haben. Und jetzt bin ich mal wieder hochgestiefelt. Und wir werden uns jetzt kurz alles in ihrem Zuhause ansehen. Und dann werden wir uns auch in ihren Traum hauen. Und schauen, ob es jetzt vielleicht tatsächlich zu irgendwelchen Überschneidungen kommt zwischen dem Traum von Martin und dem Traum von ihr, da die beiden ja, wie wir auf der Karte gesehen haben, extrem nah aneinander sind. Each plant has a name tag, Rosemary, Thyme, Basil. Okay, jede Menge Kräuter. Parsley. Home decoration, okay. Strawberry pattern. Gut, nichts, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, was irgendwie Hinweise auf den Traum geben würde, meiner Meinung nach. Also schauen wir mal, was wir hier zu sehen bekommen. Okay. What is this place? Some kind of forest? Better find Mrs. Thede as quickly as possible. Okay. Ein Lamppost. Hier sehen wir auch wieder das Zittern in der Mitte des Bildschirms, dass wir jederzeit hier raus können. Dann haben wir hier links noch ein Sign. Sign is written in a language I can't read. It's pointing to the left. Okay, und dann fahre ich mal kurz den ganzen Bildschirm ab, aber es schaut nicht so aus, als hätten wir hier noch was. Nein, das ist nur immer wieder der Lamppost. Okay, wir sind in einem anderen Traum, das heißt, unser Inventar ist wieder leer. Wir haben zumindest nicht die Dinge aus Martins Traum. Okay, das sieht sehr Hänsel und Gretel-mäßig aus. Ist das Blut? Irgendwas ist doch hier am Boden, oder? Aber okay, schauen wir uns mal generell alles außer das Haus an. Rainwater, currently empty. Ein Tree Stump. Stump of a felled tree. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das alles so wahnsinnig nützlich ist. Noch mehr Tree Stumps. Tree Stumps. Okay. Eine Bank. Wood chips cover the ground. A cozy glow emanates from inside. A man is sitting on the floor. Na gut, dann werden wir uns den mal kurz geben. Hier ist doch offensichtlich eine Blutspur. Ich meine, ihr könnt es nicht sehen, aber ich fahre sie mit meiner Maus ab. Aber ja, scheinbar interessiert uns die nicht. Is that blood? Ah, okay. Hello? Gut. Aha. So viel zu dem Mann, der am Boden sitzt. What happened here? Gut. It's a humble bed. Noch ein Barrel. Various medical supplies. Various. Weiß ich, wieso ich das falsch betont habe. I can see cans of herbal ointments and a bandage. Dann nehmen wir mal eine Bandage mit. Wer weiß, ob wir die brauchen. Picture of an old woman. Could it be Selmas grandmother? Selmas grandmother, okay. Ist das das Zuhause von mehr oder weniger Selmas Traum-Ich? Can't understand any of these titles. Picture of a house in the woods. Splotches of blood cover the sheets. Okay. An old man sits slumped by the foot of the bed. His abdomen has been sliced open. A trail of blood smears the floor. What happened to him? Na, oh. Hi. Forgive me for not getting up. Ja, kein Stress. I'm feeling a little under the weather, you see. Ist dir bewusst, dass du ein bisschen offen bist? Are you all right? You're not exactly catching me at my best. Should I get you a doctor? I'm sure my granddaughter will be able to patch me up. Okay, ist das Selma? Selma ist eine Krankenschwester im echten Leben, oder? Could have been a lot worse. Really? How? He took one of the organs I have two of. Okay, also Nieren oder? Hopefully I'll just get by with one. Otherwise I'd be in real trouble. What happened to you? It was the organ thief. Okay. He cut me open while I was sleeping.
He's the scourge of this accursed valley. I didn't feel a thing. Okay. My granddaughter woke up just as he was lifting the organ out of me. Her cry woke me up, but it was too late. With my granddaughter in hot pursuit. Okay, also ich nehme mal an, das ist Selma und dann werden wir sie und diesen Organtypen finden müssen. Okay, Kidney, tatsächlich eine Niere. Or a lung. Okay, oder eine Lunge. Hard to tell. I'm looking for a young woman named Selma Thede. Und ich nehme mal an, ja, das ist deine Enkelin. Technically we're neighbors. A stranger that I haven't seen you before. Ja, nicht hier, Nachbarn. Okay. Selma chased after the organ thief in the middle of the night. She hasn't been back since. Ja, es war draußen Nacht, oder? I can go look for her. That would be much appreciated. Trailing off into the woods. Okay. About the organ thief. Who is he? Ich meine, ich nehme an, das wird er nicht wissen. Ja, nobody knows. Good. He's a mystery. People's organs being stolen in dead of night. Folk in the valley are terrified. Some of them have already packed up and left. Lynch mobs. Okay. Not a good time to be a fresh face around these parts. Hmm. What does he look like? Didn't get a good look at him. He was cloaked and moved wicked fast. Are you sure it was a person, not a monster or a tentacle? Ja, das habe ich mir auch gedacht, ob das vielleicht eine Zurschaustellung der Dream Machine ist. It was a person, I just didn't see him properly. About this valley, what about it? Where are we? The Valley of Eternal Shadow. Okay, ja, also war es wohl kein Zufall, dass es dunkel war, als wir hier angekommen sind. Pretty much. But it hasn't always been like that. Only since the wall came down. Oh, the wall. The wall? You haven't seen it? Why was it built? It wasn't built. It just arrived. How? One day, several years ago, I was out fishing by the old town. Red Rumble, surging from the north. It was Sunday. I looked up. The clear was sky as far as I could see. And topple übereinander. I must have hit my head on something, because suddenly everything went black. The tremors had subsided. Much darker. A black wall rose to the sky, blocking the sun, stretching from mountain to mountain, splitting the valley in twain. The day the wall arrived. Ich frage mich, ob das zufällig eine riesige Wand aus Monitoren mit Augen drauf ist. Dass es vielleicht entweder, ich weiß nicht, ein Crash zwischen den beiden Traumwelten war oder auch schon ein erster Einfluss von der Dream Machine. I don't think it was built. Nobody knows what's beyond the wall, son. People have been lost walking too close to it, okay? I'd rather not think about that. Hmm, okay. Also vielleicht gab es mal eine andere Seite. Eine andere Seite von dieser Traumwelt auch. Who lives here? I guess it's possible, okay. Also vor ein paar Jahren, gut, ich glaube, da haben wir eh schon alles durchgefragt. I just need to catch my breath a bit. Okay, du tu das, ich schaue mich hier noch kurz. Spice Mix, okay. Wollen wir die Bandage in irgendwas einlegen? Scheinbar nicht. Okay, wollen wir sie ihm geben? Want me to patch you up? Okay.
Also Selma arbeitet mehr oder weniger schon auch als Heilerin oder was auch immer hier in ihrem Traum. Can I borrow some yarn? Okay. Machen wir damit irgendwas? I don't need to tie it. Okay. Egal. Vor ein paar Jahren kommt hier eine Wall. There's a trail of blood leading into the woods. Okay. Na gut, dann folgen wir mal diesem Trail of Blood. Und dann vor ein paar Monaten fängt jemand an, Organe zu stehlen. So weit, so gut. Examine Cage. Cage constructed from Twigs. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht später eine Falle bauen müssen. Okay. Tying it directly won't do much good. Aber ich nehme mal an, damit müssen wir später irgendwas bauen. Examine Blood. Ah, na bitte. Drops of Blood. Okay. Sonst hier irgendwas? Schaut nicht so aus. Okay. Gut, da lassen wir mal eine Shovel mitgehen. Looks like someone tried to build a shack here, but it just ended up being a heap of boards. Might be useful. Okay. Wieder ein Lamppost. Okay. Hier geht es in zwei Richtungen. Das Blut schaut eher in die Richtung. Also gehen wir dem auch mal fürs Erste nach. Halt. Who goes there? My name is Victor. I don't mean any harm. Oh, das ist wahrscheinlich einer von diesen Lynchmobs. Neff? How's Neff? Never heard of him. Me neither. He doesn't appear to be injured. Oh, are you thinking what I'm thinking? He's a thief. Get over here. Sorry, I think I took a wrong turn back there. Okay. Gehen wir mal in die andere Richtung weiter, aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das lösen werden. Aber mal schauen. So. Ein Squirrel. Und eine Tür zu einem Eichhörnchenbau, nehme ich mal an. Ansonsten sehe ich hier mal nix. Wurdest du auch ein bisschen aufgeschnitten? Not again. Please don't cut me. I'll give you all my acorns. Danke. Aber wir sind nicht dabei, dich wieder zu schnippeln. Has he come past here? Well, obviously. Look what he did to my legs. Okay, aber sie nennen ihn den Organ Thief und er hat dir die Beine abgeschnitten. Beine sind nicht Organe. Das letzte Mal, als ich im Bio aufgepasst habe. What happened to you? Was attacked by the Organ Thief. How did it happen? Looking up at the stars. I guess I must have drifted off into sleep shortly after that. I wake up with two gaping holes where my knees used to be. Oh, he stole your kneecaps. That's my guess. Though my anatomical knowledge is pretty limited. Ja, aber dein anatomisches Wissen ist trotzdem ziemlich gut für ein Eichhörnchen, ganz generell. Put them on his mantelpiece as trophies. Okay, also niemand weiß wirklich irgendwas über den Typen. Niemand weiß, wieso er das macht. Niemand weiß, wer er ist. Can I help you in some way? Better leave it to the professionals. We're looking for a young woman named Selma Thede. You and me both. Okay, also auch du wartest drauf, dass sie die wieder zusammenfliegt. Her talents are in high demand these days. She is the only healer left in the valley. Okay. She was last seen chasing the organ thief. I'm not a knight, but you're on an important quest. You are helping a damsel in distress. Then I rest my case. Okay. Still doesn't make me a knight. Do you know where I can find her? No, but I know whom to ask. The Pixies. They know everything going on in these woods. Okay, dann müssen wir wohl Feen finden. How do I find them? Finding them is easy. Yellow lights floating in the air. Those are pixies.
They see everything. How do I get them to talk with me? They'll only help you if they owe you a favor. Have you ever helped a pixie with something? Nope. Then I suggest you start now. Huh, okay. Ah, nein, ich will nicht nochmal den ganzen Pixie-Dialog. Okay, also, wir müssen Feen finden und wir müssen dafür sorgen, dass die Feen uns einen Gefallen schulden. Damit sie uns in die richtige Richtung weisen. About Jorgen Thief. What does he look like? Ich glaube, die anderen beiden Fragen sind nutzlos. Wir werden aufhören, die Leute danach zu fragen. Nobody's gotten a good look. He wears a dark cloak and moves like the wind. Okay, ziemlich ähnliche Beschreibung. I have to go. Gut. There is a small hole at the base of the trunk. It's covered by a small rounded door. I see you're admiring my front door. It's an old wagon wheel that I reinforced. Ein Wheel. Bin mir sicher, das müssen wir noch irgendwie fladern. Um irgendwas in Gang zu setzen oder so. Okay. Ansonsten scheinen wir hier mal fertig zu sein auf diesem Bildschirm. Und das ist es mal, soweit ich sehen kann, an Möglichkeiten, wo wir uns hinbewegen. Deswegen, glaube ich, machen wir Folgendes. Smear some blood on the bandage und dann bandage with yourself. I'll put it here on my arm. So, wenn wir jetzt nochmal hier rüber gehen. There he is again. He's got a bandage on his arm. This time he actually appears to be injured. Nice. You there, what happened to you? I got jumped by the organ thief. Bastard knocked me out and nearly took my arm off. Sorry to disappoint. Don't worry about it. Your arrival is most timely. Most timely indeed. Okay, and Scout finden. She's probably home sleeping or something. She's probably dead. Die Frage ist, ist euer Scout Selma? Divide into small groups and search the forest. That's the problem. We can't leave this spot. Organ Thief was reported running down the path behind us. Mm-hmm. That goes a long way these days. We'll be your new best friends. Yeah. Whoa. Leute, die Miliz und Lynchmob spielen. Könnte mir keine besseren Freunde wünschen. Okay, also irgendwie muss ich euch von da wohl loskriegen, früher oder später. Where do you think you're going? Yeah. Okay, members for the militia only. Have you found her yet? Not yet, I'm still searching. Was there anything else? I'm looking for a young woman named Selma Thied. We haven't seen her in a while. She's usually out patching up victims of the previous night. We're lucky to have her. Okay, aber sie ist scheinbar nicht der Scout, den diese Leute suchen. Our shift started at dawn. Es ist doch aber die ganze Zeit Nacht hier. Oder ist es nur unterschiedliche Arten von Dunkel? Weil Dawn, ich meine, Sonnenaufgang scheint es hier nicht wirklich zu geben. We are Patrol Squad Whiskey Tango. You guys are actually organized? Of course. What did you think? That we were just some lynch mob? Well. We are trained professionals. Strictly by the book. Can I join you guys? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um euch vorbeizukommen, einfach Teil von euch zu werden. You don't have the required training for field operations. Back at base camp. Okay. 2 hours march due south. We're already a full squad. No room for dead weight. How long have you been in the militia? For about 3 weeks. Okay. Absolute professionals. Offensichtlich. We're as professional as they come. What did you do before you joined? Okay. Ein Schneider. I've always felt I was meant for more than hemming folds and backstitching doilies. Was zum Teufel sind Doilies? Sicher irgendein Teil in irgendeinem Kleidungsstück, aber sie sind
sehr obskures Vokabel. Look at me now, eh? Group Leader Melvin Dunn. Melvin Dunn? Sagt uns der Name irgendwas? Ich glaube nicht. I used to work as a day laborer at some of the local farms. I used to be a school teacher. Okay, so sind sie also alle freudig zusammengekommen. In ihrer Aufgabe, irgendeinen organstehlenden Fremden zu töten. Gut, sonst noch was auf diesem Bildschirm. Schaut nicht so ganz danach aus. Nein, das ist nur der Weg zurück. Okay. Dann gehen wir noch hier entlang und dann werden wir aber das Video wohl auch langsam beenden. Ha. Interessant. Da geht ein Weg nach links weiter. Da geht auch ein Weg nach rechts weiter. Hier ist ein Wasserrad in der Mitte. Wohl von einer Wassermühle. Und ansonsten nichts. Aber es geht auf jeden Fall noch wesentlich, wesentlich tiefer in den Wald. Das werden wir uns aufheben für das nächste Video. Und ja, insgesamt müssen wir langsam schauen, dass wir uns ranhalten zeitmäßig, weil diese Woche sollte das letzte Kapitel rauskommen und es fehlt wohl noch einiges, bis wir hier fertig sind mit Kapitel 5. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.